innere. Also die erste Sache ist, wir müssen verstehen, dass Angst, Sorgen zum Leben dazugehören. Angst und Sorgen gehören zum Leben dazu. Wir haben viele Beispiele im Koran von den rechtschaffensten Menschen. Zum Beispiel der Prophet a.s.w. Allah sagt in Surah 18, Vers 6, لَعَلَّكَ بَاحِيُ نَفْسَكَ عَلَىٰ أَثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفَى. Willst du dich zu Tode sorgen, dass sie nicht an diese Botschaft glauben wollen? Willst du dich zu Tode sorgen? Wir wissen, diese ganze Depression hat auch oft etwas mit Selbstmord und Sterben etc. zu tun. Dann sagt Allah in Surah 20, Vers 40, فَرَّجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَكَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنُ. Und so haben wir dich, Musa, zu deiner Mutter zurückgebracht, die Mutter von Musa, damit sie Ruhe findet und Trost und nicht traurig ist. Damit sie Trost findet und nicht traurig ist. Dann, Maryam a.s., Surah 19, Vers 24, فَنَادَهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي كَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَا. Und so rief er von unten zu ihr, sei nicht traurig. Allah hat unter dir ein Bächlein gemacht. Okay? Wer hat hier Trauer gehabt? Allah sagt nicht, sei nicht, wie kann es sein, dass du traurig bist? Hast du keinen Iman? Sondern er tröstet sie. Das ist der Unterschied, wie man mit einer Person umgeht. Ja, dass du nicht sagst, wie kannst du nur, das heißt noch Vorwürfe machen, sondern trösten. Allah tröstet die. Sei nicht traurig. Wird nicht ein Vorwurf gemacht. Wie kannst du nur traurig sein? Das ist ein Unterschied. Ist das, sei nicht traurig? Oder ich sage, wie kannst du nur traurig sein? Weil viele gehen so mit diesen Leuten um. So als wenn, du kannst gar kein Problem haben. So nach dem Motto. Nee, beruhig dich. Wir schaffen das schon. Und nicht das so kleinreden, so wie, du hast gar kein Problem. So. Aber, was sagt er? Sei nicht traurig, dein Herr hat unter dir ein Bächlein gemacht. Versteht ihr den Unterschied? Dann, indem wir verstehen, dass jeder Schaden, der einem Muslim passiert, was ist? Eine Tilgung von Sünden. Der Prophet a.s.w. sagt, لَا يُسِيبُ الْمُسْلِمِ مِنْ نَصَبٍ وَلَا وَصَبٍ وَلَا حَمٍ وَلَا غَمٍ وَلَا حُزٍ وَلَا أَذَا حَتَّى أَشَوْكَ يُشَاكُوا إِلَّا كَفَرَ اللَّهُ بِيَ مِنْ خَتَيَّهُ. Das heißt, kein Muslim wird von Erschöpfung, Krankheit, Sorge, Kummer, Trauer oder Schaden getroffen, selbst ein Dorn, der ihn sticht, außer dass Allah dadurch von seinen Sünden abzieht. Wenn du so mit Trauer umgehst und mit Traurigkeit umgehst, hast du eine ganz andere Einstellung dazu. Plötzlich ist die Trauer, die du eigentlich hast, was? Etwas Positives. Du sagst dir, okay, ich habe jetzt Trauer, ich bin traurig, ich habe Kummer, aber Allah tilgt dadurch meine Sünden. Das heißt, die innere Einstellung dazu ist etwas ganz anderes. Guck mal, je nachdem, aus welcher Perspektive wir etwas sehen, spüren wir es ganz anders. Ich gebe euch ein Beispiel. Fitnessstudio. Viele von euch gehen bestimmt ins Fitnessstudio, mashallah. Oder was weiß ich, die trainieren halt jetzt. Jeder hat bestimmt schon mal trainiert. Der eine geht joggen, der andere trainiert mit Gewichten oder was auch immer. Der andere trainiert mit dem Löffel, genau so. Aber als Beispiel. Der eine, der geht ins Fitnessstudio, der trainiert dort, bis er total erschöpft ist, bis er platt ist wie eine Flunder, bis er nach Hause kommt und der ist so kaputt, der denkt nur, boah, bloß jetzt was essen, was trinken und dann ab ins Bett, ich kann nicht mehr, der ist kaputt. Und dann sagst du irgendwie, wie war das Training gestern? Und sagt er, boah, super, hat richtig Spaß gemacht. Spaß? War doch voll anstrengend, du bist platt wie ein Flunder. Der andere geht 10 Kilometer laufen, bis der außer Geschöpf ist. Er hat 2 Liter Wasser verbraucht, im Sommer bei der Hitze. Und fragst du, und wie war es? Boah, super Lauf, war voll anstrengend. Anstrengend, super, Spaß gemacht, wieso? Warum? Warum genießt der eine den Lauf, warum genießt der andere das Krafttraining? Weil er einen Sinn darin sieht. Der Krafttraining macht, sagt, boah, ich habe richtig gut trainiert, ich komme meinem Ziel näher. Mein Ziel ist, cool auszusehen. Der andere sagt, mein Ziel ist,
eine gute Laufzeit zu schaffen. Das heißt, aufgrund seines Zieles sieht er diese Anstrengung in einer ganz anderen Perspektive und spürt die auch anders. Genauso könntest du einen foltern. Der eine würde das als Folter empfinden. Guck mal, zum Beispiel die Kinder Israels, Banu Israel, als sie beim Pharao waren, die mussten den ganzen Tag Steine schleppen. Theoretisch hätten die das gesehen als Krafttraining, Fitnesstraining, um kräftig zu werden. Die hätten es in einer ganz anderen Perspektive gesehen. Es ist wirklich so. Wie viele Leute lassen sich heute von irgendeinem Bootcamp-Trainer quälen? Die lassen sich eigentlich foltern, aber die genießen das. Das heißt, die innere Einstellung zum Leben, dass zum Leben Trauer, Sorgen, Kummer dazugehören und von Allah gewollt sind, und dass die Propheten das auch hatten und dass Mariam das auch hatte, ist etwas, was dir dabei hilft, diese Sache viel, viel besser zu verarbeiten.